Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. So, wir machen unsere Mission weiter. Wir müssen ja noch ein paar Meter laufen. Ich würde aber gerne mal meditieren. Das haben wir noch gar nicht gemacht, bin ich der Meinung. Also hier geht ja der Nachtmodus. Man sieht ja tatsächlich relativ gut. In manchen Spielen ist ja so stockduster. Du kannst mit Taschenlampe vor dem Monitor sitzen. Siehst du trotzdem nichts, ne? Da habe ich dann auch schon manchmal hier die Scheinwerfer auf den Bildschirm gerichtet, aber nix. Hat nur geblendet. Ne, der Nachtmodus ist hier eigentlich ganz in Ordnung. Also ich finde ihn jetzt nicht so fatal. Gefallensmünze der Macht. Nice. Aber es sieht denn tagsüber doch schöner aus, ne? Was ich noch geil finden würde, wäre, wenn vielleicht so gerade mal 10% der NPCs hier nachts rumlaufen würden. Also mit dem Rhythmus und so, das haben die Spiele-Designer ja gut hingekriegt und sowas. Ist ja auch cool, dass das gibt. Aber ich würde es halt geil finden, wenn man das den NPCs... Ich weiß nicht, sind das wirklich weniger als tags? Nee, ne? Wenn man denn sagen würde, hier laufen nur 10% rum. Geschäfte sind zu. So, ein Bänkchen. Oder ein Trüchen. Wir brauchen sowieso noch ein paar Truhen. Schwimmflipper! So. Uhr 80 Meter. Das ist ein bisschen weiter weg als die Mission. Weg da, du Penner. Entschuldigung, meine soziale Ader kam wieder durch. Auf dem Bazar. Na, am Bazar. Ah, hier, guck mal. Ah, hör auf zu motzen. Ich brauche meine Ruhe. Entspannt, oder? Ist euch aufgefallen, dass die korpulente Person in dem schwarzen Gewand mindestens 2 Stunden vor uns einfach nur starr herumstand? Ich möchte darüber kein Urteil bilden, aber ich finde das schon sehr skurril. So, wo haben wir denn die Truhe? 43 Meter. Müssen wir nach oben? Nein. Oh, wir haben hier 2 Truhen. Wir haben, da haben wir was Schickes und da hinten ist auch nochmal was Schickes. Und hier habe ich auch noch was gefunden. Kinder, streitet doch nicht. Das ist egal, das ist egal. Du bist genauso schuld wie er auch. Bist du ein Er? Sie, es. Du bist genauso schuld wie das da. Vertragt euch. Manchmal musst du als Erwachsener halt dazwischen gehen. Ne? Da kannst du nicht tatenlos daneben stehen und zugucken. Außer, du würdest einen Zaun drum stellen. Ja, so einen Maschendrahtzaun und ein Messer in der Mitte legen. Was? Cagefight. So, wo haben wir denn die Truhe? Wie kommen wir denn da hin? Oh. Das war jetzt einfach. Keine Bauteile. Das ist ja... Das ist Blasphemie, ist das. Gotteslästerung. Da waren gar keine Bauteile drin. Die andere ist unten. Ja. Hepp. Und hepp. Ah, nee, ah, Kong. Oh, der quatscht wieder so viel. Da will ich jetzt gerade nicht hin. Ich würde gern erst meine Truhe holen. Weil ich nicht weiß, was passiert, wenn wir bei Kong waren. Müssen wir hier rein? Meter. Ja,
Hä? Ah! Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Vielleicht hier hoch? Nee, hier war ich noch nicht. Ist auch von der anderen Seite. Was sind das für ein Witz? Okay, die Tür ist verriegelt. Ein Fenster oder vielleicht vom Dach aus? Noch höher kommen wir hier nicht, ne? Ui. Enkidu ist nicht verfügbar. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Ich guck mal, ob ich aufs Dach komme. Ob man von da oben vielleicht die obere Verriegelung wegkriegt. Okay, hier darf man hoch. Selbst wenn es so wäre, hätte ich gar keine Messer mehr. Hm. Ja, wir können ja trotzdem mal gucken, ob wir zumindest etwas finden, dass wir die durchkriegen. Der hat einen Schlüssel. Aber das war ja von der anderen Seite verriegelt, ne? Hey, lass das, du. Das war knapp. Hier ist ja richtig was los. Warum? Das muss mit der Truhe zusammenhängen. Mein alter Freund. Ist es weit weg? Ah? Was geht da vor? Komm, put, 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 put. Warte! Nichts verstecken. Okay, hier haben wir noch einen Bogenschützen, der ist aber nicht in Alarmbereitschaft. Da haben wir eine Gruppe Söldner. Kann ich hier sehen, wo ich runter schießen müsste? Ich hätte erst gedacht, aus so einer, durch so eine Kuppel. Da ist die Kiste. Also hier vielleicht. Guck mal, da oben ist zu. Das ist der einzige, der oben zu ist, ne? Also möglicherweise unterm Gerüst komme ich da rein. Hey, was war das? Also sind mir die hier eigentlich egal. Ne, ich brauche den Schlüssel von dem einen, ne? Augenblick! So.
Keine Sorge, ich bin hier, falls etwas geschieht. Ja, natürlich, er schickt den Kleinen vor. Feigling. Geh doch da weg. Finde ich auch gut. Ich bin hier, falls irgendwas geschieht. Dreht sich um. Ruhe nun in Frieden. Räubertruhe. Okay. Den Schlüssel haben wir schon mal. Ich bin hier, falls irgendwas ist. Oh, damit will ich nichts zu tun haben. Ich guck einfach weg. Weil wenn du dich auf den verlässt, ne, da bist du verlassen. Mit dem willst du keine Schicht haben. Okay, wir haben hier vorne die Truhe. Und wir haben hier das Baugerüst. Aber ich komme nicht auf die Kuppel, ne? Nee. Ist leider zu weit weg. Hier irgendwo ein Fenster. Kann ich das schieben? Auch nicht. Aber die Kiste müsste... Die ist unter mir, ne? Die ist hier vorne drunter. Das auch eine Kiste. Okay, eine ist unter mir, eine ist ein bisschen weiter weg, aber... Zugang zu den Kisten wüsste ich jetzt nicht. Das kann ich ja nicht anheben. Ja, wieder keine Bauteile. Schön. So, ich würde gerne mal versuchen, wir haben ja hier ein bisschen Stroh. Was passiert? Okay, dann waren die ganzen Söldner echt nur wegen der einen Kiste hier? Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Dadurch kommst du auch nicht. Ich brauche deine Hilfe. Muss das nochmal lokalisieren. Also wir haben da die Kiste. Okay, und die Tür ist von der Rückseite oder die Tür, ja, ist von innen verschlossen. Und wir haben hier außen auf jeden Fall kein Fenster. Um das aufzumachen. Wir können aber vielleicht da rein. Ich weiß nicht, ob uns das was bringt. Wo bin ich? Hier. So, wir schauen mal. Okay, das brennt nicht. Das brennt nicht. Ein Dirham. Oh. Oh. Oh, nett, das nehme ich. Hilfsmittel, immer gut.
Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Oh Gott, das will. Ja. Okay. Kein Problem. Wir kriegen die Tür nicht auf. Wir kriegen die Tür nicht auf. Hier haben wir die Kiste und hier kommen wir nicht durch. Ist bestimmt ganz einfach, der Weg. Aber das regt mich mal so ein bisschen auf, wenn ich den Weg nicht finde. Oh, da könnten wir noch lesen. Okay, Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Wir können auch nicht viel erkennen, ne? Aufsprengen geht nicht. Okay, von hier aus können wir die Tür nicht öffnen. Das ist allerdings der einzige, das einzige Ding, wo man durchgucken kann, ne? Sieht halt auch nicht unbedingt besonders viel. Die Tür ist ganz verschlossen. Die ist von der anderen Seite verriegelt. Hier können wir auch nicht durchgucken. Na gut, müssen wir zu Kong gehen. Ich komme nicht drauf. Ich würde jetzt hier auch ungern 30 Minuten den Zugang suchen. Man kommt halt da hoch. Hier? Warte mal. Warte, nochmal. Und. Da ist noch so eine Tür. Okay, hier. Nee, hier kommen wir auch nicht durch. Könnten noch darüber gehen. Oh, falsche Taste. Nee. Ich habe leider keinen Schimmer. Aber da kommen wir noch hinter. Dann gehen wir erstmal zu Kong. Kong. Ich dachte, vielleicht ist hier irgendwo noch eine Öffnung. Kong, ich habe gute... Kong? Wer da? Sag schon. Ich bin bewaffnet. Oho. Ich bin es nur. Ein lebensbedrohlicher Besen. Der kleine Fink kehrt ins Nest zurück. Mit leeren Händen. Hier ist sie doch. Damit solltest du im Hafen deine Waren bekommen. Ha, ich habe nie an dir gezweifelt. Komm, genießen wir eine Tasse. Der Erinnerung wegen. Ich mach dir sogar deinen Lieblingstee. Was hast du herausgefunden? Wer steckt dahinter? Ein Mann namens Jawid.
Er arbeitete für jemanden, der nach einem Artefakt sucht. Eine fremdländische Haarnadel. Sie scheint wichtig zu sein. Ich muss herausfinden, warum. Unbedingt. Du hast dich verändert, kleiner Fink. Oder sollte ich nur Fink sagen? Als wir uns zuletzt sahen, warst du ein Straßendieb. Und jetzt? Ich hoffe, du weißt, wonach du suchst. Manchmal ist es besser, den Dorn stecken zu lassen, um nicht zu verbluten. Und nun zu dem, was mir versprochen wurde. Eine Einladung zur Auktion. Die erhalten nur geachtete Gäste. Frag nicht, woher ich sie habe, außer du willst, dass ich dich anlüge. Mit dieser Schriftrolle kommst du hinein, ohne dich in eine meiner Kisten zu zwängen. Das war dein Plan. Viele ertrugen Schlimmeres, um ihr Ziel zu erreichen. So, als nächstes kommt dann Assassin's Creed Afrika. Afrika. Nun ist die große Auktion. Wenn man nach Südafrika verschippert in einer Tierbox. Nichts weiter. Roshan und Rivka warten sicher im Bruderschaftshaus auf mich. Okay, wir hätten jetzt. Jetzt haben wir halt die Möglichkeit, wieder ins Bruderschaftshaus zu gehen. Oder wir gehen zur Auktion. Für mich Gold wert. Ich kann's gebrauchen. Und Kleingeld. Das und Kleingeld. So. Wenn dir die Mäuse, musst du eben stehlen, ne? Ich stehle es von den Reichen und gebe es mir. Wäre ich auch reich, müsste ich ja nicht stehlen. Also ich bin ja quasi zu gezwungen. Ich habe nicht so tolle Gewänder. Mich an, ich kann nicht mal Stoff für meinen ganzen Rücken. Kann ich mir nicht mal leisten. Besprich dich mit Rivka. Ich würde gerne noch mal gucken, wie soll diese Tür aufgehen? Also die sind beide von der Rückseite verschlossen. So viel ist klar. Das haben wir ja mittlerweile mehr als deutlich mitbekommen, ne? So. Hier kommen wir nicht rein. Und oben kommen wir auch nicht rein. Aber wir haben mittlerweile mitgekriegt, hier ist alles untertunnelt, oder? Möglicherweise durch einen der Tunnel. Oder... Es kann Zufall sein, aber wieso ist das eigentlich hier rüber gespannt? Genau von der Ecke, wo du herkommst, wenn du merkst, dass du die Tür nicht aufkriegst. Okay, das reicht nicht. Ich habe gewusst, dass sie nicht schreiben kann. Malt mit der Feder auf ihrem Kleid rum. Auseinander! Oder ich enthaupte euch. Ich hätte schwören können, dass der voll viel Geld hat. So. Oh, Schwester. Bin ich gerade? Ja, ich bin im Kreis gelaufen. Er liegt einfach auf dem Boden rum. Vorsicht!
Ja, gut abgerollt, ne? Das habe ich gelernt. Gehst einfach hier so im Laden mit rein, guckst so ein bisschen rum. Oder in der Küche. Was ist denn das hier? Küche? Was hast du denn hier? Ah, Brotbäcker bist du. Schön, schön. Da kommen wir hoch, aber nicht rein. Hier haben wir das Baugerüst, das macht aber keinen Sinn. Ist halt eine große Kiste, ne? Und ich würde wirklich gerne das aufwerten, was den Dolch aufgeht. Ich hätte ihn gerne auf Stufe 3. Okay, die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Das müsste denn sogar schon recht weit hier vorne sein. Okay, da ist jetzt nur der Krug, den können wir kaputt machen. Da unten ist ein Krug, den können wir zerstören. Der wird uns aber auch nichts bringen. Achso, das sind zwei Wachen auf dem Balsar. Balsar. Auf dem Balsar. Da wird immer getanzt, ne? Während sie Ware verkaufen. Kann ich nicht nehmen? Die Türen sind auf der Rückseite. Okay, ich kann beide Schlösser sehen, ich kann die Truhe sehen. Aber die Tür geht nach da auf und die geht nach da auf, ne? Und da ist jemand, der das bewacht. Und sonst haben wir hier nichts, was wir kaputt machen können. Wir können von hier zwar noch das Schloss sehen, aber die Wache nicht mehr. Sieht aus, als würde diese Wache, weil das auch so ein größerer ist, als würde der die Kiste bewachen, ne? Das heißt, finden wir die Wache, finden wir vielleicht den Zugang. Die Feuerschleuder, die Well erwähnt hat, die gibt es wirklich.
Wo ist die Wache hin? Der war das nicht. Oder die nicht. Ruf zu den Waffen. Brüder, wir werden nicht länger das Joch eines falschen Kalifen erdulden. Abu Abdallah ist der rechtmäßige Erbe seines Vaters. Wollt ihr Hunde sein, die nur bellen statt zu beißen? Die Zeit ist gekommen, den Thronräuber zu stürzen und Al-Mutawakkils Wackels Sohn zu seinem Geburtsrecht zu verhelfen. Al-Mutawakkils. Wo ist die Wache hin? Ja, wir haben die beiden. Okay, das leuchtet ein. Wir haben hier die Kiste. Wir haben die beiden Schlösser. Soweit verständlich. Der ist ja da mittendrin. Nicht ganz, ne? Die Fenster sind zu weit weg. Die Explosionsvase da hinten, die ist ja, die können wir nicht tragen, ne? Also wir kriegen keine Tür aufgesprengt. Kann das sein? Hier, die ist unten drin, ne? Hier hätten wir so eine kleine. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, man muss da irgendein Regal verschieben oder irgendwas, aber da gibt's nichts. Vorsicht, Vorsicht! Ziemlich heiß. Nee, warte, ich muss. Doch, ich muss hier lang. Mich wundert das halt, dass ich jetzt kein Fenster und nichts gefunden habe, wo ich da aufmachen könnte. Also auch oben auf dem Dach nicht. Oder ich bin blind. Das kann natürlich auch sein, sehr gut möglich. Kann ich mal hier rein? Oh, ich mache mal ein bisschen Licht, ja. Ich leuchte mal ein bisschen aus. Vorsicht! Kann ich nicht hier irgendwo aufladen? Meter? Läufst hier einfach mit so einem brennenden Krug rum.
So, die Kiste ist da drüben, ne? So. Drastische Zeiten erfordern drastische Maßnahmen. Das war's auch nicht. Das hat leider nicht so funktioniert. Ich raff das nicht. Bin ich hier überhaupt auf der richtigen Seite? Junge Dame, bitte. Ich bin hier nur auf der Durchreise. Ich suche was. Unter anderem Hoffnung. Da oben nicht, hier auch nicht. Boah. Hier war ich schon oben, ne? Ja. Ja, hier waren wir wohl schon. Ah, das ist doch. Das können wir auch nicht schieben, nö. Ne, keine Chance. Jetzt bin ich wieder im Kreis gelaufen. Jetzt bin ich auch schon wieder auf der falschen Seite von der Tür. Na gut. Oh. Hast du damit Wasser gekleckert? Putzt die den Sand? Prinzipiell macht die gerade den Matsch sauber, oder? Da sage ich nichts zu. So, wir müssen uns erstmal mit Ripka besprechen. Es tut mir echt leid mit der Folge. Ich war ein bisschen fickerig auf diese Kiste, aber ich finde den Zugang nicht. Aktuell. So, dann würde ich sagen, nächste Folge besprechen wir uns mit Ripka und dann geht's weiter. Und vielleicht gehen wir auch mit diesen Arroganten mal mit. Das hat ja ein bisschen Eile gehabt, weil seine Leute ja da irgendwie auf dem Schlachtfeld hingerichtet wurden. Das müssten wir auch nochmal irgendwie begucken. Ja, wir werden sehen, was wir nächste Folge machen. Hauptsache ist, ihr seid dabei. Ihr seht es, wenn ihr dabei seid. Schaltet gerne wieder ein. Bis dann, macht's gut. Ciao.